Guten Tag, heute geht es mal wieder um die Berechnung von Dachlinien und Dachflächen. Dazu habe ich schon einige Videos gemacht. Hier also mehr eine Bearbeitung der Aufgabe, die ich euch natürlich in der Beschreibung verlinke. Die Dachlinien und Dachflächen habe ich gerade einmal gezeigt. Wir haben einmal die Gradsparren und Kehlsparren und die Fürste. Was wir nicht sehen, sind, dass da Fürsthöhen hinterliegen. Wir haben hier drei unterschiedliche Fürsthöhen. Und mit den Fürsthöhen beginnen wir beim Rechnen. Bei der Berechnung setze ich das Modell mit ein, was ich hier nochmal verlinken kann. Dieses Modell hilft dabei, sich das vorzustellen, wie das im Dach aussieht. Und ich habe den Seitenanbau allerdings ohne Walmdach und diesen kleinen Vorbau nochmal in Papier gefertigt, damit man sich das besser vorstellen kann. Wir fangen mit den Höhen an. Und da haben wir hier die halbe Gebäudebreite, den Sparren und die Fürsthöhe und jeweils die Dachneigung. In der Aufgabenstellung haben wir die halben Gebäudebreiten ja schon gegeben und die Dachneigung sind auch alle gegeben. Hier jeweils die die Gebäudebreite und die Dachneigung zu dem Dach, was dazugehört. Daraus kann man dann über den Tangens die Fürsthöhe berechnen. Und das macht man am besten für alle Fürsthöhen, die man in dem Gebäude hat, nacheinander. Wenn man immer die gleichen Rechnungen untereinander schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Fehler dabei macht, sehr viel geringer. Also immer die halbe Gebäudebreite rausgesucht und die dazugehörige Dachneigung von 2x40 Grad, das ist zweimal die Hauptdachneigung und einmal 50 Grad für diesen Frontspieß. Wir bleiben jetzt im gleichen Dreieck und berechnen noch die Sparrenlänge. Die Sparren sind ja in der Draufsicht noch nicht zu sehen. Die liegen in den Dachflächen und werden dafür nicht als extra Linie in der Dachausmittlung gezeichnet. Aber hier haben wir drei unterschiedliche Sparrenlängen. Einmal von dem Hauptdach, von dem Nebendach und von diesem Frontspieß. Und die Sparrenlängen können wir berechnen, entweder über den Pythagoras. Ich habe hier den Kosinus gewählt. Das ist das gleiche Dreieck, also das Dreieck halbe Gebäudebreite, Fürsthöhe, Sparrenlänge. Ich habe den Grundwinkel gegeben und kann damit dann die Sparrenlänge ausrechnen. Ihr könnt das gerne ausprobieren, das auch auf andere Weisen zu machen. Es sind alle Maße gegeben, das heißt, man kann hier mit dem Sinus, mit dem Kosinus arbeiten oder mit dem Pythagoras. Es müsste immer das Gleiche rauskommen. Für die, die jetzt mitgerechnet haben, schon die 0,447 Meter, da habe ich einen Fehler gemacht bei der Übertragung. Das werde ich dann gleich nochmal korrigieren. Das ist nicht richtig. Als nächstes kommen die Mittelschifter. Wir haben hier drei unterschiedliche Mittelschifter. Die sind im Prinzip genauso zu berechnen wie Sparren, nur dass wir nochmal ein etwas anderes Dreieck nehmen. Wir haben hier das Dreieck Mittelschifter, Fürsthöhe und haben die Gradzahl gegeben von den Walmflächen. Die haben ja eine andere Neigung. Und weil das die Gegenkathete ist, die wir da gegeben haben, rechnen wir bei den Mittelschiftern mit dem Sinus. Und der dritte Mittelschifter, das ist eine Besonderheit, der liegt nämlich in einer gleich geneigten Ecke und ist deswegen genauso lang wie der Normalsparren von dem Hauptdach.
In einem zweiten Schritt zu dem Mittelschiff, dann nehmen wir noch den Mittelschifter Grund mit rein. Wir sollen ja nachher auch die Fürstlängen berechnen. Und dafür brauchen wir den Mittelschifter Grund, um ihn abzuziehen von der Trauflänge. Den Mittelschifter Grund könnte man jetzt, wo man den Mittelschifter schon ausgerechnet hat, auch über den Pythagoras berechnen. Ich nehme hier den Tangens. Also habe ich hier die Fürsthöhe geteilt durch den Tangens der jeweiligen Neigung. Als nächstes stehen die Gradspannen an. Wenn man sich im Dach auskennt und so weit ist, wie wir jetzt sind, also die Sparrenlängen berechnet hat, die Mittelschifter berechnet hat, dann sind die Gradspannen recht leicht zu berechnen. Wir gucken uns hier mal einen Gradspann an. Wir haben auf der Walmdachfläche den Mittelschifter und die halbe Gebäudebreite und auf der Hauptdachfläche den Mittelschifter Grund und den die Sparrenlänge, die den mit den Gradspannen ein rechtwinkliges Dreieck bilden und können demnach über den Satz des Pythagoras die Gradspannlänge ganz einfach berechnen. Der Satz des Pythagoras ist ja a² plus b² gleich c². Wenn wir die Länge von dem Gradspann ausrechnen wollen, dann brauchen wir die Wurzel aus dem Quadrat. Das heißt, wir haben hier die beiden anliegenden, also die beiden Katheten zum Quadrat, das Ganze addiert und daraus ziehen wir die Wurzel. Die Klammern unter der Wurzel sind nur dafür da, um keine Verwechslung da reinzubekommen. Also das heißt, man muss 0,75 Meter quadrieren und nicht 0,75 Quadratmeter darunter stehen haben. Dann kommen wir jetzt zu den Kehlsparren. Die sind erfahrungsgemäß ein bisschen schwerer sich vorzustellen. Werden aber sehen, dass es im Prinzip genau das gleiche ist wie beim Gradsparren. Wir müssen halt einmal genau gucken, welche Linien bei diesen Kehlsparren denn tatsächlich ein rechtwinkliges Dreieck bilden. Und dafür habe ich jetzt hier mal den Kehlsparren rausgenommen. Die Linie, die ich jetzt eingezeichnet habe, ist ja genau die Länge vom Anbausparren. Und dann haben wir noch dieses Ausstellmaß, was da oben ist. Und das ist das Grundmaß von dem Hauptdachsparren bis zur Fürsthöhe von dem Anbau. Und dieses Grundmaß kann man ausrechnen. Da wir hier gleiche Dachneigungen haben, muss ich das aber gar nicht ausrechnen, denn das Grundmaß ist genauso groß wie die halbe Gebäudebreite von dem Anbausparren. Entschuldigung. Also die 55 cm zum Quadrat und der Anbausparren 0,718 Meter zum Quadrat. Damit komme ich dann auf 0,904 Meter für den Kehlsparren 1. Der Kehlsparren 2, da können wir genau das gleiche machen. Wir können auch das Ausstellmaß uns angucken und wir nehmen den Sparren davon. Hier habe ich jetzt gleich einen Fehler gemacht, deswegen wird es ein bisschen schneller gehen und dann werde ich das alles einmal durchstreichen und das Richtige hinschreiben. Es sieht gar nicht so viel schneller aus. Das liegt daran, dass ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden war, die da aufgetaucht sind. Und deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht zum Überlegen.
Also hier der erste Fehler. Ich habe den Sparren 3 falsch übertragen. Das sind 0,583 Meter. Demnach wird der Kehlsparren auch anders berechnet werden. Die 0,583 Meter ist jetzt die Sparrenlänge. Und jetzt brauche ich noch das Maß von dem Sparrengrund sozusagen. Das rechne ich über den Tangens aus. Und zwar die Firsthöhe vom Anbau durch den Tangens 40. Dann habe ich den Grund von diesem Teilsparren bis zur Firsthöhe des Anbaus bzw. des Frontspießes. Und habe da einen etwas kürzeren Kehlsparren von 0,79 Meter. Als nächstes berechne ich dann gleich den Verfall. Und beim Verfall lohnt es sich auf jeden Fall, einmal genau drüber nachzudenken, welche Linien dann in dem Gebäude tatsächlich schon berechnet sind und welche noch nicht und wo der Verfall vielleicht ein Teil von ist. Man kann den Verfall mit Winkelfunktionen ausrechnen, man kann den Verfall auch mit ähnlichen Dreiecken ausrechnen. Meistens kann man aber beim Verfall auch bekannte Längen miteinander verrechnen. Also, wir haben ja einmal den Verfall, der in Richtung des Gradsparren läuft und wir haben gesehen, dass der Teil vom Anbau, also die Kehle, auch in die gleiche Richtung läuft. Wenn man das verschiebt, dann kann man sehen, dass aus diesem Teilstück vom Gradsparren ein Stück Kehle wird. Und das zeigt, dass wir von dem normalen Gradsparren 3 einfach nur die Kehle 1 abziehen müssen, um dann die Länge von dem Verfall zu haben, weil es in die gleiche Richtung läuft. Das ist sehr oft so, dass das in die gleiche Richtung läuft, weil die Dachneigung vom Walm und vom Anbaudach normalerweise angepasst sind. Wenn das nicht so ist, dann muss man genauer rechnen, dann hat man aber auch den Verfall in der Form eigentlich nicht. Dann kommen wir zu den Firstlängen. Das ist fast nur noch Addition und Subtraktion. Wir haben einmal die Trauflänge von 3 Meter, einmal zusammengerechnet, das sind die 1,90 Meter plus 1,10 Meter. Davon ziehen wir dann die beiden Mittelschiftergründe ab und kommen auf 1,87 Meter. Bei der zweiten Firstlänge wird es dann ein kleines bisschen komplizierter. Aber nur ein kleines bisschen. Wir haben einmal die Trauflänge mit 30 cm angegeben. Davon ziehen wir die Mittelschifterlänge ab. Und wir addieren dazu dieses Teil, was wir in das Hauptdach reingehen. Also das, was wir bei der Berechnung vom Kehlsparren als Grund sozusagen als Ausstellmaß genommen haben, das addieren wir nochmal dazu. Das ist hier die halbe Gebäudebreite, weil es ja eine gleich geneigte Ecke ist. Jetzt fehlt nur noch die Firstlänge von dem Frontspieß oder kleinen Anbau. Da haben wir wieder die Trauflänge. Wir haben diesmal keinen Mittelschiftergrund, den wir abziehen müssen, weil wir einen Giebel haben. Dazu kommt dann aber noch wieder diese Länge im Grund, die wir auch schon für den Kehlspann gebraucht haben. Ich habe die vorher nicht ausgerechnet, das heißt, ich muss hier nochmal die Formel hinschreiben. Das waren dann im Wesentlichen die Dachlinien. Es ist nur ein Teil der Aufgabe, die Dachlinien zu berechnen. Die Hauptaufgabe besteht eigentlich immer darin, sich in dem Dach zurechtzufinden und da dann dementsprechend auch die richtigen Dreiecke zu finden. Jetzt fehlt nur noch die Berechnung von den Dachflächen. Und bei den Dachflächen ist es wichtig, erstmal als Grundannahme, dass nichts Komplizierteres kommt als Trapeze. Ich bezeichne die Dachflächen hier einmal. Dachfläche 1 und 2 sind genau die gleichen Flächen, deswegen haben die 1 und 2 bekommen, weil das die einzigen Flächen sind, die doppelt vorkommen. Dann gucke ich mir an, was schwerer aussieht,
Fangen mit den Dreiecken an, dann ist da noch so ein kleines Trapez und dann kommen die Flächen, die so ein bisschen merkwürdig aussehen. Die Flächenformeln für ein Trapez muss man da kennen. Das ist a plus c durch 2 mal h. Das heißt, die Grundlinie und die Fürstlinie zusammen addiert das durch 2, dann hat man eine mittlere Länge und das Ganze mal h. H ist hier die Sparrenlänge. Auch hier die Hauptaufgabe eigentlich, zu sehen, welche Länge ist H und wo liegt meine Dachfläche tatsächlich, damit ich nicht irgendwo im Grund was abziehe oder so. Die Dachflächen 1 und 2 zusammen sind dann 0,602 Quadratmeter. Dachfläche 3, ein einfaches Dreieck. G mal H durch 2, die Grundfläche, das ist hier die Gebäudebreite, die Höhe ist der Mittelschifter und das Ganze durch 2. Quadratmeter. Die Fläche 4, genau das gleiche. Die 4 mit 4 Strichen, bevor jemand sagt, da muss man doch einen Strich und ein V machen. Die Zimmerer machen 4 Striche, um die Verwechslungsgefahr von der 4 und der 6 zu vermeiden. Gerade wenn man Fachwerkhölzer beschriftet, dann kann das schon mal sein, dass sie nicht so schön gerade liegen, sondern dass sie auch mal über Kopf gelesen werden müssen. Und da ist es einfacher, 4 Striche von als 4 zu nehmen und das zu unterscheiden. Ja, die fünfte Dachfläche wieder ein Trapez. Die einzelnen Linien haben wir schon berechnet, die wir dafür brauchen. Das heißt, hier es ist ein reines Einsetzen in die Trapezformel und immer dabei beachten, dass wir bei den Höhen immer die Sparrenlängen haben und nicht die Fürsthöhen. Dachfläche 6, die erste Fläche, die so ein bisschen zusammengesetzt ist. Da haben wir die Dachfläche 5 und ein Dreieck dazu. In dem Modell sieht man das ganz gut. Und genauso rechnen wir es auch. Dachfläche 5 plus das Dreieck, wovon wir alle Maße gegeben haben, beziehungsweise schon ausgerechnet haben vorher. Die sechste Dachfläche ist im Prinzip die Hauptdachfläche und diese Fläche von dem Anbau, die daran stößt, die muss natürlich abgezogen werden. Die wird nicht gedeckt, da brauchen wir keine Dachdeckungsmaterialien für. Die müssen wir also einmal abziehen. Als erstes die Berechnung der Hauptdachfläche als Trapez, also Drauflänge plus Fürstlänge durch 2 mal Sparrenlänge. Und jetzt kommt das, was abgezogen werden soll. Da haben wir ein Dreieck von 1,1 und dann brauchen wir die Sparrenlänge im Hauptdach bis zur Fürsthöhe vom Anbaudach. Das habe ich jetzt über den Sinus nochmal ausgerechnet. Und kommen hier auf knapp 2 Quadratmeter für die etwas kleinere Hauptdachfläche. Die zweite Hauptdachfläche, da brauchen wir wieder die gleiche Hauptdachfläche und müssen diesmal von dem Frontspieß dieses Dreieck abziehen.
die Berechnung ist ganz gleich, nur dass wir die Maße für den Frontspieß einsetzen. Auch hier ähnliche Rechnung möglichst nebeneinander machen, wenn man es schon absehen kann, dann passieren weniger Fehler. Fehlt noch, sich das Ganze zusammenzurechnen und auf das Gesamtergebnis von 6,936 Quadratmeter kann dann noch Verschnitt dazu gerechnet werden oder was halt in der Aufgabenstellung gefordert ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen.